Tag auch, wie es hier im Ruhrpott heißt. Und heute geht es um den Hohlkarbon X. Der Tobi steht hinter der Kamera und der hat bestimmt schon ein paar brennende Fragen für mich. Genau, mir brennen einige Fragen unter den Nägeln. Mir zu Beginn würde mich einfach mal interessieren, Sepp, was macht den Hohlkarbon Carbon X so besonders? Jo, der Carbon X hat im Endeffekt, so wie man es schon aus der Zwischensohle sehen kann, eine Carbonplatte verbaut. Steht ja auch im Namen an sich. Wir haben eine EVA-Zwischensohle, die Carbonplatte und ein super flexibles Meshmaterial, was einfach perfekt zum Lightweight-Laufen geeignet ist. Sepp, du hast ja einige Kilometer schon im Carbon X sammeln dürfen, sei es lange Läufe, Tempoläufe. Kannst du uns dazu was verraten? Jo, also man merkt die Energierückgewinnung bei den langsamen Läufen noch nicht so krass, weil die Carbonplatte einfach auf den Druck reagiert. Je schneller man läuft, desto explosiver wird der Schuh und man merkt schon, dass die Carbonplatte von Anfang bis zum Ende dir gut Energie zurückgibt und der Schuh einfach eine gewisse Dynamik immer entwickelt. Wie wir ja wahrscheinlich schon mitbekommen haben, hat auch der deutsche Top-Ironman Jan Frodeno den Wechsel zu Hoka gewagt. Sepp, wieso ist der Schuh auch gerade für Triathleten das, was man haben muss? Zum einen kann man sehr, sehr gute, schnelle Zeiten damit laufen, weil er einfach die Carbonplatte aufweist. Und Hoka hat sich ganz besonders was ausgedacht, nämlich hier die schöne Hecklasche, wie wir sie sehen können, sodass auch bei der Wechselzeit einfach keine Sekunde verloren geht und man super schnell in den Schuh reinkommt. Letzte Frage, die uns zum Hoka Carbon X unter den Nägeln brennt. Welchem Läufertyp würdest du den Schuh am meisten ans Herz legen? An sich für jeden Läufer, der zügig mit einer Carbonplatte laufen will, trotzdem ein gewisses Maß an Komfort und an Stabilität haben möchte. Ich würde sagen, du kannst ja auch einen Eindruck davon machen. Ich habe den ja schon fleißig getestet. Wir drehen eine Runde. Hier hast du den Schuh. So, das war jetzt unser Video zum Hoka Carbon X, so wie er hier steht. Ich hoffe, wir haben alle offene Fragen klären können. Wenn ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen habt, wisst ihr, wo ihr uns findet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.